So, jetzt hier rum, oh, Kinder. Es ist soweit, Inas Nacht heute mit dem witzigen Ralf Schmitz. Der ist wirklich lustig. Mein Gott, hätte ich gar nicht gedacht. Dann der noch lustigeren Dagmar Koller, die ist auch wirklich lustig, hätte ich auch gar nicht gedacht. Dann mit meiner Lieblingsband der Woche, Ruben Kosani und mehreren Bierkisten, mit denen das Glas-Blas-Sing-Quintett Musik macht. Kann losgehen. Es ist eine laue Hamburger Nacht und ich freue mich. Oh, meine Shanty-Jungs, ihr habt euch aber heute auch drapiert. Warst du sonst auch dabei? Ist es so? Guck sie dir an, sind sie schnieke. Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Und da, wenn wir schon mal reingucken wollen, meine Band schon am Spielen. Da, ba, ba, da, da, da. Da, 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 na, 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 na. Man fragt sich das Thema Amore. Man hört es schon. Moin, Kinas! La, 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 la. Wenn ich hier nun so stehe und ich euch sitzen sehe, ist Amore. Frau Müller an der Bar und die Band ist schon da und mein Shanty-Core. Und mein erster Gast, er hat heute frei von den 33 ein Amore. Hier kommt, begrüßt ihn mit mir, mit einem großen Amore. Heute aus Köln, da, Ralf Schmitz. Oh, gut, ganz gut. Like a big pizza pie, that's Amore. Oh, Amore. When the world seems to shine, like you've had too much wine, that's Amore. Oh, Amore. When the world seems to shine, like you've had too much wine, that's Amore. Hier ist aber auch ganz nett. Hier ist aber ja, das ist auch nett. Aber jetzt unverschämt. Er ist noch gar nicht bei mir am Tresen. Schon sind andere Frauen auch ganz nett. Nein, gar nicht. Gar nicht. Das kann man dann nachsagen. Nein, gar nicht. Okay. Ich mag das Lied so gerne. Ich auch, ja. Deswegen will ich gar nicht, dass es aufhört. Ich auch nicht. Okay. Jungs. Ba, 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 da, ba. Geht schon los. Ja, wir sind schon total drauf. Ehrlich? Ich habe mir hier eine Ecke gebaut, okay. Und da habe ich kleine Pfefferminzbonbons drin und ich nehme mal kurz zwei, drei. Ist auch Pfefferminz drin? Ich habe nur eine geraucht und du rauchst ja nicht. Nee, ich rauche nicht, das stimmt. Ich rauche ganz manchmal. Ehrlich, du rauchst viel? Nicht viel. Mach nix. Komm doch drauf an. Mach nix. Nee. Finde ich schlimm, ne? Du findest Rauchen noch ganz schlimm, dachte ich. Ja, aber ich, für mich. Du kannst doch machen, was du willst. Mhm, aber wenn ich jetzt eine geraucht habe und da ist noch so Rest... Geruch, ja. Wenn man hier jetzt so beieinander sitzt, ist schon doof, oder? Ja, ja, das stimmt. Das ist doch so ganz gut. So ist viel besser. Ja. Ist viel besser. Was machen wir jetzt? Bitte? Was auf, ich weiß auch was. Warte. Oh nein! Ich kenne auch mal. Was ist, wenn man Tiere hat? Was ist da? Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Walross, war das, ja. Aber, oder? Antje. Ja. Genau. Sag mal, du bist ja richtig ausgebildeter Tänzer und Schauspieler und aber auch Sänger. Boah, ja. Also du das sagst, finde ich aber auch ganz schön beeindruckend. Das ist ganz schön toll. Ja. Und wie macht man sowas in einem Lehrgang, also einen Studiengang? Oder hast du erst Gesang und danach hast du gesagt, jetzt mach ich aber auch noch ein bisschen Schauspielerei und dann tanze ich auch noch? Es hat sich so alles ergeben. Ich wollte ja, also Schauspiel war ja klar, das war das Erste. So. Und dann kam auch ein bisschen Gesang dazu, Gesangsschulen so ein bisschen Gesang gelernt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich noch steppen lernen, dachte ich, so für mich. Steppst du richtig? Ja, pass auf. Können wir das mal in Nee, pass auf, setz dich hin. Ich finde Steppen ganz toll. Ja, ich finde es auch ganz toll. Ich das nicht kann. Ja, na komm. Ich dachte, ich rede schnell. Pass auf. Nein. Das war nämlich dann so. Und dann bin ich da rein in die Ballettschule und habe gesagt, hallo, ich möchte gerne Steppen lernen. Und dann hat die geguckt, die Ballettmeisterin hat mich gesehen, hat sie mir hinterher gesagt, oh, ein Mann, ein kleiner Mann, aber ein Mann. Und Männer sind ja sehr rar beim Ballett. Nee? Ist das immer dann noch hat so, die, ne? Immer noch. Und dann hat die zu mir gesagt, pass mal auf, weil du lernst erst so ein bisschen Ballett, so. Du machst ja genau die Bewegung, so. Das lernst du so aus dem Handgelenk. Und dann hinterher, Ballett lernst du so und dann lernst du dahinter noch Steppen. Auch einfach so. Und dann habe ich eine komplette Ballettausbildung gemacht anstatt Steppen. Steppen habe ich dann viel später gemacht. Ich kann es aber nicht gut. Aber und Ballett deswegen... war ja richtig so mit, das ist ja auch ein bisschen mädchenhaft, oder?
Du das stimmt, man sieht ganz schön. Aber also es ist sehr eng alles, was man so anhat. Das ist, aber du bist ja auch sehr schmal gebaut. Also es sieht ja bei dir da kommen die richtig, raus. Da kommen die Sachen richtig raus, zur Geltung. Das hat Vorteile. Wenn der Rest so dünn ist, dann ist ja das. Ein Traum. Wirklich. Das Tolle ist, wenn du dann streust, dass du nicht schwul bist, dann bist du richtig vorn. Das ist ganz geil. Sag, hast du je unter deinem Namen gelitten? Nee, nie. Wieso? Ralf Schmitz. Die fragen mich alle, ob das mein Künstlername ist. Nein. Doch, es gibt Leute, die sagen, Ralf, ist das Ihr Künstlername? Ich sage, ja, eigentlich heiße ich Frank Müller. Nee, wirklich, man hat mich damals... Also ich heiße jetzt auch Müller, ich leide da auch nicht drunter, aber ich bin auch nicht so berühmt wie du. Und Frau Müller hier an der Bar heißt auch Frau Müller, obwohl die gar nicht mit mir verwandt ist und gar nichts. Aber es ist meine Frau Müller. Ja, eben. Und Schmitz ist eigentlich ähnlich. Guck mal, da bringt Frau Müller schon Bier. Jetzt wird's gemütlich, Kinas. Was möchtest du denn trinken? Haben die grünen Tee hier? Grünen Tee? Du willst nicht wirklich grünen Tee? Ich liebe grünen Tee. Haben die Frau grünen Müller, Tee? Der will grünen Tee. So, deswegen hast du auch keine Freundin. Frau Müller, haben Sie gesagt, dass ich keine Freundin habe? Jetzt geht's aber los. Das habe ich gelesen. Wo hast du das denn gelesen? Das war alt gewesen. Bitte? Das machen wir gleich. Du willst jetzt nicht wirklich grünen Tee. Warum denn nicht? Oh, das wird ja ein toller Abend. Wieso? Ist doch Hamburg. Kann man... Frau Müller, ich hätte gern Bier. Ich kann auch ohne Alkohol sehr lustig sein. Ja, das glaube ich. Ich kann auch saufen, ohne lustig zu sein, genau. Jedenfalls, Name muss ich noch mal eben, weil ich habe was gemacht. Ich habe gedacht, wie viele Ralf Schmitze es wohl hier in Hamburg gibt. Weil ich bin der Meinung, Ralf Schmitz zu heißen, ist nicht so easy und damit eine steile Karriere zu machen. Hat zu dir schon mal einer am Telefon gesagt, sind Sie der Ralf Schmitz? Ja. Ehrlich? Ja, das ist mir passiert. So habe ich die Auskunft angerufen. Und haben die das gesagt? Und das ist ja richtig teuer, du das sagst. Und dann habe ich da angerufen, sind Sie eigentlich der? Ich sage, ja, ach, da wollen Sie mal. Und da haben wir Fernseher und Ding. Ich wollte aber eigentlich die Nummer von. Ja, aber würden Sie mal, ich wollte mal fragen, haben Sie auch, meine Mutter wollte auch gerne mal vorbeikommen. Haben Sie ein Autogramm? Haben Sie mal ein Autogramm? Das hat sie nicht, haben Sie ein Autogramm. Sind Sie wirklich der? Das war ein sehr lustiges Gespräch. Und gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze, meinst du? 312,80 €, bitte. Gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze? Guck mal, wie viele es in Hamburg gibt. Wir haben uns, ich bin mal rumgelaufen. Echt, in Hamburg, guck mal. Hallo, wie heißen Sie denn? Ralf Schmitz. Sag ich doch. Und hallo, wie heißen Sie? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ich heiße Ralf Schmitz. Ach, wie toll. Und Sie? Ich heiße auch Ralf Schmitz. Ach, gibt's doch nicht. Ralf Schmitz. Oh, und wie heißt der Kleine? Das ist Ralf Schmitz Junior. Ach, wie süß. Ja. Darf ich fragen, wie du heißt? Ralf Schmitz. Ach, auch Ralf Schmitz? Ja. Und du heißt? Ich heiße auch Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. 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 Ralf Schmitz, schönen guten Tag. Hier, guck mal, gibt's doch nicht. Guck mal, gibt's nicht, ne? Ach, hallo. Na, wie heißt du denn? Ralf Schmitz. Gibt's doch nicht. Ralf Schmitz. Glaubt man den, ne? Ralf Schmitz, warum? Ralf Schmitz? Ralf Schmitz. Nein. Und Sie etwa? Ralf Schmitz natürlich. Oh, wie toll, wie toll, wie toll. Ihr seid doch. Darf ich mal fragen, wie heißt ihr denn alle? Ralf Schmitz. Ich muss sagen, wir haben beim Machen genau das. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Da hießen die alle Ralf Schmitz. Weißt du, ich habe mit den Hunden verliegt und ja! Das ist mein großer Mietzlein. Ralf Schmitz. Also wenn ich hier ein Plakat aufhänge, Ralf Schmitz in der Stadt, kommt kein Mensch. Weil ich denke, wieso, ich bin doch hier. Das ist ja, aber das waren 5 Minuten Sache und da hießen alle Ralf Schmitz, glaubst du? Deswegen frag, willst du mal nachgucken, Hamburger Telefonbuch, wie viele Ralf Schmitze es gibt? Gibt's viele? Weil du könntest ja so einen richtigen coolen, so einen Speedy Gonzales Flummi-Namen irgendwie, wo man direkt das auch mit dir verbindet. Nee, will ich ja nicht. Guck mal, zum Beispiel Erna Strube, ne? Wer ist das? Ja. Joy Fleming. Siehste? Siehste? Und Gertrude Wirschinger ist Penny McLean. Ja. Und Gerd Günther Grabowski ist Gigi Anderson. Siehste? Die haben sich, ja, die haben sich alle so einen Namen genommen. Gerd Günther Grabowski ist Gerd Gigi Anderson. Günther Grabowski. Ja. Ist Gigi Anderson. Ich wusste, es ist umgebaut, wusste ich doch. Kinders, wenn ihr übrigens Fragen an Ralf Schmitz habt, ne, dann sind da so Bierdeckel und da könnt ihr Fragen draufschreiben und die sammel ich dann nachher ein. Hast du schon gefunden? Nee. Jetzt nicht andere Namen gucken. Ich hab's auch nicht gefunden. Und ich sammle die nachher ein. Cookies sind da und Bierdeckel. Jetzt kommt dein grüner Tee. Bitteschön. Ja, aber es gibt überhaupt keinen. Ich mach schon mal deinen Beutel ein bisschen rauf und runter, ne? Ja, mach Beutel rauf, das ist gut. Ja, aber es gibt überhaupt keinen Ralf. So, und das ist der Witz. Es gibt überhaupt keinen Ralf Schmitz. Ja, so. Ich habe dich reingelegt. Es gibt in Hamburg keinen Ralf Schmitz. Hätte ich nicht gedacht. Du hast ich so viele nicht. Leute gefragt. Kannst du sehen, nur Touristen. Hier sind alle Ralf Schmitz. Ja. In Köln gibt es ein eigenes Telefonbuch für Schmitz.
Ja, guck mal. Und in Hamburg überhaupt nicht. Das wollte ich dir eigentlich nur als Message sagen. Fand ich sehr lustig. Weißt du, was ich finde? Wir singen. Was singen wir denn? Ich guck mal. Candyman hast du dir doch gewünscht. Ach so, was ich mir gewünscht habe? Ja, klar. Ja. Sehr gerne. Danke. Candyman. Ist ein toller Song. So, jetzt Song. Aber mal Prost. Kinders, Prost! Prost! Habt ihr da hinten auch schon? Kinders, Prost! What shall we do, the drunken sailor? What shall we do, the drunken sailor? Early in the morning. Ach, ist das gut. Leckerer grüner Tee. Du bist doch so ein riesen Dean Martin Fan. Ja, das stimmt. Und dann haben wir gedacht, singen wir mal sowas von Sammy Davis Jr. Perfekte Überleitung, genau. Du hast ja Pappen mitgebracht. Ich habe gesagt, Candyman machen wir nur, wenn wir Pappen haben. Genau, und ich habe dann gesagt, okay, dann bringe ich Pappen mit. Und ich habe für alle Pappen mit, also nicht für jeden. Ich sage keine Pappennase, das meine ich jetzt nicht. Aber ich habe Pappen und die halte ich gleich hoch. Und dann müsst ihr mitsingen, alles klar? Genau. Oh, der Tee. Was heißt hier? Oh, ich erwarte große Freude erwarte ich. Große ich auch. Freude. So, pass auf, who can take a sunrise? Alles klar. Du hilfst mir. Ja, klar. Und ihr singt auch mit da draußen, okay? Der Schiff erklärt sein. Alles klar? Okay, das kann ich auch sein. Der erklärt, anstatt einfach eins zu singen, was alle kennen. Zum Anfang? Ja. Okay, da geht's jetzt los. Achtung. Okay. Tempo ist okay. Ja, ist perfekt, ist perfekt. Tonart ist okay. Tonart ist super, jetzt geht's los. Achtung und bitte. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. Candyman. It with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yeah! Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Dip it in the side. Dip it in the side. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. Yeah! The Candyman can. The Candyman can. The Candyman can. Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yeah, let the Candyman makes everything he makes satisfying and delicious. Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Sehr gut. Hey. Who can take tomorrow? Who can take tomorrow? Dip it in a dream. Separate the sorrow and collect up all the cream. The Candyman. The Candyman. Yeah! The Candyman can. He mixes it with love and makes the world taste good. Find the chance, and your man makes everything he makes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Yeah, yeah, yeah. Who can take tomorrow? The sorrow and collect up all the cream. The Candyman. The Candyman. Yeah, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman can. Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Make the world taste good. Candyman. Candyman. The Candyman makes the world taste good. The Candyman. Get my ear. A Candyman. A Candyman. Makes the world taste good. Yeah, a Candyman. Ja, sowas fehlt euch. Komm mal hier hoch. Ich komm mal hoch? Bitte, meine ich. Ich bin doch schon oben. Du, jetzt muss ich dich was fragen. Ja. Du bist ja Nichtraucher, ne? Ja. Du sagst aber, du bist kein militanter Nichtraucher. Das stimmt. Du sagst aber, wenn am Nebentisch, wenn du isst, geraucht wird, dann gehst du schon mal hin und sagst, können Sie die bitte ausmachen. Ja, am selben Tisch. Nein, am Nebentisch nicht. Am selben Tisch. Lass mich einmal weiter erzählen. Ich will auf etwas hinaus. Okay, ich bin sehr gespannt.
Du bist also, hast eigentlich nichts dagegen, findest aber, dass Rauchen ein Verbrechen ist. Richtig, so weit jetzt machen. Sagst du aber, deine Freundin dürfte rauchen. Was heißt denn, würdest du mit einer Verbrecherin ins Bett gehen? Tierisch gern. Und, hast du einen Freund? Im Moment nicht. Rauchst du? Ja. Yes! Es läuft gut und die Stimme hast du auch dafür. Perfekt. So, mach die Kamera aus, mach die Kamera aus, mach die Kamera aus. Was ich eigentlich wollte, du hast einen 104 Jahre alten Kater, ne? Kannst du Kater? Das ist ganz falsch, 104 nicht ganz, aber umgerechnet ist sie, glaube ich, irgendwas im Menschenjahren wäre sie 130 oder so. Ist das 23 Jahre jetzt schon? Aber glaubst du nicht, und er ist aber ein bisschen darmkrank, sie. Ne? Sie ist ein bisschen darmkrank. Darmkrank? Nee. Die hat doch irgendwelche Darmbeschwerden und ja, so. Keine Darmbeschwerden, die kotzt wie jede Katze. So, also... Die ist taub, Alzheimer und irgendwo, egal wo du bist in der Bude, du hörst irgendwann... Und dann? Die kündigen das an, das ist wie so ein Countdown. 10, 9, 8, 7... Jetzt muss ich dich aber ganz ehrlich fragen. Dann rennst du los und machst alles sauber. Wenn du es schaffst vorher noch, dann ist der Teppich gerettet. Ansonsten und du findest, dass so eine Katze mit solchen Problemen weniger stinkt als eine Raucherin in der Wohnung? Das habe ich noch nie. Und darüber würde ich mal nachdenken. Aber wenn beides da ist, dann hebt sich's ja wieder auf. Da geht noch was, aber da seid ihr nicht mehr dabei. Hey. Aber es fängt ja auch gerade erst an. Richtig. Können wir mal die Bierdeckel haben? Ich will jetzt nicht runterhüpfen. Bierdeckel, oh, das sind wir. Habt ihr die schon eingesammelt? Ja. Macht ihr das öfter? Das aber mein Publikum handelt total selbstständig. Ah, ist meins. Ich bin ja gespannt. Ja, dann lass uns jetzt mal mit Bier. Ich hab noch nie öffentlich Bier getrunken. Und soll ich dir was sagen? Am Ende der Sendung rauchst du auch noch eine. Ja, ich mach alles, was Gruß du willst. Gruß Stefan, lese ich schon mal. Was hat Ralf für Laster und was sind seine Schwächen? Ich bin ungeduldig. Schwäche, ich bin sehr ungeduldig. Wie kommt man? Hätte man nicht gedacht, was dachte ich. Also ich bin ein bisschen ungeduldig, obwohl ich selbst oft zu spät komme. Das ist ganz aber komisch. Ich hätte von dir sofort gedacht, dass du ungeduldig bist. Das sag also ich du redest ja auch so schnell wie ich und ich bin auch total ungeduldig. Das war ja auch Ironie im Spiel. Die haben Achso. verstanden, du hast nicht kapiert. Achso, Entschuldigung. Ich bin ein wenig ungeduldig und perfektionistisch, so ein bisschen. So beim Arbeiten. Ja, ja. Das habe ich gemerkt mit den Kärtchen und so. Du warst so vorbereitet, das habe ich hier noch nie erlebt. Ja, ich selbst noch nicht. Da war ich auch überrascht. Also. Ich dachte immer, dass du, guck, dass du schwul bist ist. Schwul, schade, steht wer war das? Dahinter. Ja, der wird sich jetzt sicher melden. Da war der Shanty Code draußen. Glaube ich auch. So, siehste? Trinkst du nachher ein Bier mit uns und nicht diesen... Grünen Tee? Tee. Wer war das? Oh! Hör mal, wir trinken aber nicht nur einen Tee. Nee. Und ich bin dabei, ne? Hör mal, ich habe was gelernt in Hamburg. Und zwar, nun geht er wieder los hier. Ja, aber so ist das. Nun geht er wolle los. Nun geht er wolle los? Ja, wolle los. Ich habe wieder. Ja, wieder oder wolle. Ich sage so wolle. Ist ein schönes Wort. Ich schnack überhaupt. Ich schnack überhaupt nicht bleibisch. Hey. Aber kannst du mir was beibringen? Ein schönes, fieses Wort? Ja. Ich bringe auch eins bei. Butz. Weißt du, was Butz ist? Kölsch? Nee. Hose. Ach, echt? Ja, ist ganz harmlos. Dann bringe ich dir ein kleines Gedicht bei. Okay. Die Sünde schien. Die Sonne scheint. Die Muschi grient. Das sag ich nicht. Deine Katze grient. Deine so. Katze lacht. Sag nochmal von vorne, von vorne. Die Sünde schien. Die Sünde schien. Die Muschi grient. Die Muschi grient. Das Ding, das steigt. Das Ding, das steigt. Das Ding, das steigt. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. So. So, und jetzt sag du nochmal am Stück. Nee, das kann ich doch nicht. Nur geht er wieder los. Ja. Nur geht er wohl los. Wir zwei, ne? Hier, nur geht das Ding steif oder wie das Ding hieß. Ne? Willst du Kinder? Ja. Weil? Oh, die sind klein, lustig, kann man rumschubsen, finde ich ganz gut. Nein, Quatsch, ich finde Kinder toll. Ja? Der Sinn des Lebens ist ja das Leben selbst. Oh! Ich glaube, über diese Aussage freut sich die Frau, die gleich mit dir Bier trinkt, am meisten. Das ist ja. Das auch schon mal geklärt. Frauen wollen ja immer gleich wissen, ob der Mann Kinder will, mit denen man trinkt. Könntest du dich in eine... große Frau verlieben. Oh, habe ich schon getan. Ehrlich? Ja, meine Ex-Frau. Zum 2-Meter-Teil? Ja, immer. Verlieben ist doch egal. Also meine letzte Freundin, mit der ich lange zusammen war. Wie lange denn? 3 Jahre war ich mit der. Ist das lange? Das war schon relativ lange. Jetzt nicht endlos, aber so alt bin ich auch noch nicht. Also 3 Jahre war ich mit der zusammen. Ganz toll. Du bist 36 oder so? Ne? Nee, 33. Entschuldige. Und dann...
Mach doch nichts. Wie alt bist du? Was für einen Witz möchtest du machen? Dann sage ich dir die Zahl dazu. Nein, ich enthalte mich. Ich spreche einfach den Satz zu Ende, den ich gerade vergessen habe. Die war größer als ich, sogar 10 cm größer. Das ist viel. Und da hast du auch keine Plateauschuhe. Darf ich mal ganz ehrlich was sagen? Es ist mir scheißegal. Wenn man das macht aus Leidenschaft, eine Frau liebt oder ein Auto liebt oder irgendwas anderes, dann ist das doch okay, oder? Der Herr Ralf Schmitz ist ziemlich toll, finde ich. Und deswegen hören wir jetzt auch ein ganz tolles Lied. Und weißt du von wem? Nee. Stehen da schon. Ruben Kosani, da gehe ich jetzt mal kurz hin. Du kannst hier bleiben. Tag. Konrad. Hallo. Na. Hallo. Tag, Leo. Hallo, Rina. Na. Hallo, Mama. Na. Das ist wahnsinnig. Das würde gehen. Na, Michelle. Hallo, Ina. Na, ich freue mich so, dass ihr da seid. Und ihr singt mein Lieblingslied Mitgefühl. Oh ja. Ich werde ein bisschen mitsingen und zwar so, wie ich es im Auto immer mache. Ich habe das Lied jetzt 1490 Mal gehört und endlich höre ich es jetzt mal live von euch. Und ich weiß nicht, ob ich richtig singe oder falsch, aber ich singe nur die Stellen mit, die ich kann. Und ich habe mir extra den Shaker, den ihr auf der CD dabei habt, mitgebracht. Und meine Band hat das Lied auch geübt und spielt und ich freue mich so, mein Herz geht auf. Legt einfach los. Jo. Du erscheinst mir so wie sonst, trotzdem weichst du mir aus. Ich verstehe, was gerade passiert, dies ist nicht mehr mein Zuhause. Und die Zeit vergisst die Wunden, die Seele wird bald gesund. Es mag sein, dass es ist, wie es ist, doch aus deinem Mund schmeckt es wie Gift. Erspar mir dein Mitgefühl. Ich will nicht mehr darüber reden. Erspar mir dein Mitgefühl. Für wen vergeudest du deine Tränen? Erspar mir dein Mitgefühl. Ich lass dich los, du lässt mich gehen. Kratz mir die Haut, schrei mich gegen die Wand, tret mich mit Füßen, reiß mir das Herz aus der Hand. Nee, das alles kann mir nichts anhaben, nur eins kann ich nicht ertragen, das ist ein Mitgefühl. Mich gehen. Ich lass dich los, du lässt mich gehen. Ja, ihr seid die Besten! Ah, Jungs. Danke, Ina. Wisst ihr was? Ihr baut ab. Und ich spiele mit dir ein Spiel. So. Perfekt. Warte mal, Halma. Du setzt dich dahin. Ja, sowas Ähnliches. Ich bin schon da. Also, ja? Ich möchte mit dir eine Wette starten. Eine Wette? Frau Müller, wir bräuchten 2 Glas Wodka, bitte. Was? Wodka. Und zwar auch, um uns auf unseren nächsten Gast einzuschießen. Wer kommt denn? Das hören wir gleich, wenn das Spielchen fertig ist. Nimm dir mal 5 Salzstangen, bitte. Oh nein. Doch. Nein, ich ahne, schrecklich. Mikado, wir spielen Mikado. Nein. Sind es 5? Ja, ich habe 5. Ich wette mit dir, ja? Dass du es nicht schaffst, ja? Mir von jetzt an, ja? Alles nachzumachen. Aha. Okay. Wenn du das schaffst. Das ist so ein fieser Witz. Wenn das ist ein fieser Witz. Wenn du es schaffst, mir alles nachzumachen, dann, ja? Bist du befreit. Wenn du es nicht schaffst, dann wirst du am Ende eine flotte Sohle mit meinem nächsten Gast hier aufs Parkett legen. Alles klar. Und wir alle singen und spielen dazu. Perfekt. Das Publikum, Ruben Kosani, der Shantycore, wir alle. Okay, alles klar. Wir fangen mal an, ne? Okay. Und los. Ja, ich hab's. Glaube ich. Okay, ich sag schon mal, bitte konzentrieren. Ich konzentriere. Sag schon mal Prost. Prost.
Ich denke, ich habe die Wahl. Mm. Scheiße. Das ist gemein. Aber der war gut. Nee, 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 der gilt nicht. Ja, da haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Ihnen. Am Schluss wird getanzt, wir freuen uns schon. Eine heiße Samba-Nummer. So, letzte Runde, letzte Runde. Freust du dich auf unseren nächsten Gast? Ja, ich weiß ja noch nicht, wer es ist, aber ich freue mich. Ist eine Frau. Da freue ich mich. Könnte dein Typ sein. Ehrlich? Ja. Sie kommt aus Wien, aus Österreich also. Und ich freue mich so sehr, dass sie da ist heute. Da 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 bam, ba da da. Ba da 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 ba ba da ba da 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 da. Dagmar Koller. Oh, spend this Venus night with me. Dagmar Koller, meine Damen und Herren. Let's have a little drink. Tonight. Thank you. Dagmar Koller! Oh, danke! Oh. Magst du dich da rein? Ist ja die Hälfte von meinem Alter. Auch so zierlich. Ich? Ja, du bist, du bist zierlich, guck doch mal bitte. Ja, du, ich mach ja immer noch was. Das, da reden wir jetzt mal drüber. Du setz dich mal rein, ja, was willst du trinken? Wodka. Oh, hier zwei. Ich hab doch von der Zara Jander was gelernt. Ja, und können wir noch einen Wodka haben, Frau Müller? Frau Koller, es ist mir eine große Ehre. Oh Gott. Ihr Wodka. Sie wissen, in Amerika sagen die down the hatch. Down the hatch? Ja, das ist... Hau weg den Scheiß, also ist bei uns. Ich weiß ja nicht, was hier ist. Und was sagt man in Österreich? In Österreich sagt man nur Prost. Ich würde gerne auch ein Getränk haben, und zwar ein Bier, Frau Müller. Ich kann keinen Wodka. Achso, Frau Müller ist hier an Tisch 1. Sag mal, ihr bechert aber. Du, sag mal, ich spüre die ganze Zeit etwas. Ist das das Knie vom Ralf? Ja. Nein? Das, nee, da ist so ein Poller drin hier in der Bank. Das weiß man aber gar nicht. Schade. Hey, danke. Du bist raus aus der Nummer, das sag ich dir. Ja, aber er hat eine alte, darmkranke Kuh. Eine alte, darmkranke Kuh. Hab ich auch vor mir. Glaubt sie, hab ich aber nicht. Ja, die wird doch oft gemolken. Ja, ja. So entstehen Gerüchte, Frau Müller. Vielen Dank. Wir fangen mal an mit Thema Männer. Ne? Ja. Es war doch am Anfang... der erste quasi war doch der Marcel Marceau, in den du dich total verliebt hast, ne? Ja. Aber der ist doch ein Pantomime. Ja, ich habe das auch und alles wie war gelernt. Das im Schlafzimmer so? Hat er da weitergemacht? Da haben wir Licht angemacht, sodass wir alles sehen, was und dann da passiert. Hat er gezeigt, und was er wollte. Frau Koller, das ist... Nein, ich muss das ehrlich sagen, er war eine große Liebe von mir, ein großes Vorbild. Ich habe sehr viel gelernt von ihm, das hast du gesehen, wie ich da... Und der hat mir, der erste Mensch, der mir dann meine Komplexe weggenommen hat, der mir gesagt hat, never play, also spiele nie zuckrige Rollen, das sind Prinzessinnen und so weiter. Du musst ein Typ spielen, du bist ein Charakter, mit der Nase kannst du nur Charakterrollen spielen. Und ich hatte damals Geld gebraucht und ich habe nur Prinzessinnen gespielt. In Paganini, in Gräfin Mariza, im Land des Röchlings, Lächelns, in... ja, und das war furchtbar und ich brauchte das Geld. Und das alles hier in Hamburg. Und dann endlich... Und dann der Marcel Marceau, der war ja 20 Jahre älter als Sie. War das ein Grund, mit dem das zu beenden? Damals, wie ich so jung war, war das nicht so alt. Aber jetzt, wenn ich, wie ich bin jetzt 68 und jetzt wäre 20 Jahre älter schrecklich. Aber damals, wie ich so 25 war, war 20 älter. Der wäre auch gar nicht mehr da, glaube ich. Nee. Also Männer mit 45 zu bis 50 ist ein Traum. Ja, du bist noch viel zu jung. Ja, wieso? Na, bist du 35 oder 32. Er könnte dein Sohn sein, ne?
Ja. Übrigens schaut er aus wie Joel Grey aus dem Film Cabaret. Ich habe den persönlich gut gekannt. Ja. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich schwöre, ich verehre diesen Film. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étrangers, stranger. Schön, dass glücklich du da zu bist. Sehen, je suis enchanté. Happy, happy to see you, bleibe restless. Oh, du bist aber unser Liebling. Aber ich glaube, jetzt bin ich abgemeldet. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch weiter und dann jetzt kommt der Hammer. Nachdem du gesagt hast, nein und Marcel will nur das eine, hast du einen Millionären kennengelernt. Ein Millionär aus Amerika. Du hast meine Biografie gelesen. Und zwar kam der aus Chicago, Millionär, und du hast dich total verliebt. Und dann, nach einer Zeit, als der dich heiraten wollte, du bist sogar ein halbes Jahr dahin gezogen, da hast du Schluss gemacht. Nein, weil er hat meine Mutter zu mir geholt und das ging dann nicht gut, weil meine Mutter hätte zu ihm besser gepasst als ich. Das wollte er. Er wollte aber ist doch mich. Egal, wenn der aber Millionär weil er so viel ist. Geld hatte, hatte er gesagt, er will die junge Dagmar. Und ich habe mir gedacht, er wird meine Mutter nehmen, denn die war sogar 2 Jahre jünger als er. Und beim ersten Sex habe ich ihm dann im Bett weinend gesagt, you are so old like my daddy. Da konnte ich nicht Sex machen. Ehrlich? Ja. Und deshalb denke ich immer an die reichen Männer hier in Hamburg, die sich eine 25-Jährige nehmen. Und das ist so schrecklich für uns jungen Frauen. Damals für eine junge Frau, wenn der Mann... Mein Reden. Aber man tut es doch nur, Frau tut es doch nur für Geld. Nein, das stimmt nicht. Aber die nicht. Jungen Frauen, sind die nicht mit alten, reichen Säcken zusammen, weil die so viel Kohle haben? Ja, nur. Ja, ich habe noch nie einen armen Alten gesehen, der Junge kriegt. Ich auch nicht. Ja. Also, warum laufen nicht spreche arme... Spreche ich so schnell wie er oder spreche ich deutlich? Dann sprichst du ja deutlich. Ich bin ein Österreicher und aber ich spreche er spricht langsam. Auch deutlich. Ja, aber sehr. Und das, was Sie mit der Zunge alles machen können. Ja, Frau, das möchte ich gerne im Kalender rot ankreuzen. Frau Koller hat mir gesagt, was Sie alles mit der Zunge machen können. Ehrlich? Das würde ich gerne weil so jung ist. Stehst du denn mehr auf junge Männer oder alte jetzt? Nein, auf Geschichte? Gar keine mehr. Gar keine mehr. Lustig! Hey! So, aber war das damals aber nicht... Männer, es war doch aber so, du hast da dann gesagt zu dem alten Millionär. Du hast doch zu dem alten Millionär gesagt. Wieso lacht der blöde Hund hier so? Wieso, ist doch lustig. Ja. Das du, hast, erst lustig. Du hast doch dann zu diesem Mann aus Chicago, ihr, der ja Millionär war, gesagt. Liebe Frau Müller, wissen Sie, wie ich ordentlich bin? Wir sind uns einfach zu ähnlich. Ich putze mich einfach weiter. Wir reden parallel. Parallel. Was ist los, weil wir, ich sage gerade, wir reden parallel, weil wir beide so, Frauen sind. Aber und gar ihre nicht Stimme ist so geil und sexy. Also da kann ich eh... Ich kann nur jetzt... Aber unter uns... Frau Koller. Nicht nur die Stimme. Frau Koller. Das bist du, die mich hier stört. Ein Mann hat gerufen. Frau Koller, ja. trinken Sie Ihr Wodka noch? Ich muss was erzählen, warum ich Wodka trinke. Darf ich dir was sagen? Darf ich euch was erzählen? Warum? Hoch auf die Zara Yanda. Ich habe eines Tages... Nein, lass mich chronologisch. Die kommt noch. Das wäre ganz toll, weil sie hat übrigens Frank Sinatra kennengelernt. Sie hat an seine Garderobentür geklopft. Und er hat mir gezeigt, how they sing my way. Erzähl's ihm, er stirbt. Weißt du, wie man my way singt, was mir Frank Sinatra gesagt hat? Ja, sagen Sie es. Deutsch. Ja. Er hat mir es wirklich beigebracht. Ja, bitte. Mein Freund. Einmal da fällt. Doch auch für dich. Der letzte Vorhang. Du gehst. Von dieser Welt. Und dann kommst du. An jenem Tor an. Aber so von Ja. Verliebt. Würde ich können. Aber ich war damals schon verliebt in den Helmut Zilk. Ach, das war schon so. Ja. Weil du schon First Lady warst. War er dann schon Bürgermeister? Nein, dann war er noch beim ORF. Ich bin ja erst mit 40 in die Ehe eingestiegen. Hätte ich nur noch ein bisschen gewartet. Ist aber auch sehr früh. Aber da lacht eine Herz.
Ich bin ja jetzt auch über 40, findest du das? Nein, nein, das glaubt dir niemand und das brauchst du auch nicht sagen, weil ich habe mein ganzes Leben 10 Jahre mich jünger fünf gemacht. Fünf hast du dich jünger gemacht? Hast du dich 10 Jahre jünger natürlich gemacht? Ich habe gelesen, mit 53 habe ich noch Eliza in My Fair Lady in der Wiener Volksoper gesungen. Ehrlich? Bis ich zu meinem Direktor gesagt habe, jetzt bin ich schon zu alt, wenn ich mich in solche Frisur schminke so. Und da hat er gesagt, ich sage, wann Sie aufhören und nicht Sie. Pardon, pardon. Und dann hat er nächstes Jahr gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt können Sie gehen. Aber du hast es auch gemacht, wenn du ein Visum für Amerika gebraucht hast, hast du auch einfach nein, gnadenlos. Nein, das ist eine Lüge. Damit so. Hat die Presse Reklame gemacht, um den Helmut Zink, der damals Stadtrat war, eins auszuwischen. Echt? So ist das, wenn man ein bisschen bekannt ist. Du wirst es noch sehen. Du wirst es sehr schwer haben. Aber ich möchte ja gerne nur ein bisschen bekannt sein. Ein bisschen bekannt du lachst sein. So blöd. Weißt du was? Die mit dir einmal ausgeht, steht ja am nächsten Tag in der Zeitung, das ist der Mann, der so schnell sprechen kann. Warum? Ja, geht sie mit dem fort und dann ja, wunderbar, ist kommen lauter Schweinereien so raus. Ja, wunderbar. Weißt du, was ich auch ganz scharf finde? Dass du seit 35 Jahren 55 Kilo wiegst. Ich habe noch nie 55 Kilo gewogen, Ralf, du schon? Du weißt nee. Was? Ich finde das so toll. Wie hältst du das 53,5? Warum? Wie machst du das denn? Sport, hast du gesagt? Ja, also Sport, wenig essen, wirklich wenig essen. Ich werde ins Grab gehen gesagt, und die werden heraus und schreien, hey, Paprika, sie hat nur von Salatblättern gelebt. So ist es. Gelebt. Das machen wir gleich, aber ich habe mal in Hamburg gefragt, ob die Hamburger eigentlich noch, weil du machst jeden Morgen mit einem Glas Wodka in der Hand einen Spagat aus dem Stand. Das ist jetzt völlig übertrieben, aber ich finde, das Bild ist so lustig. Ja. Noch dazu, so, dann nehme ich die beiden Fußspitzen in die Hand. Leg das Kinn so ab. Und dann nüppelst du mit dem Strohhalm an dem Wodka und rum. Dann leide ich so und seit ich ja. Und nicht nur das. Und ich war berühmt dafür. Und dann muss ich sagen, seit ich das zu Hause übe und nicht mehr im Theater auf der Bühne, kann ich nur mal einen Zwirn. Weißt du, was ein Spagat Nein. ist und ein Zwirn? Nee, Spagat weiß ich aber nicht. Das Zwirn. Spagat ist was Kräftiges. Boah. Ein Zwirn ist so fein, was du so einfädelst. Mhm. Ganz dünn und so klein. Wie, so. Wie sieht der aus? Und dann komme ich nicht mehr hoch. Aber das komme ich jetzt schon nicht mehr in meinem Alter. Wollen wir uns mal angucken, ob Hamburg... Ich glaube, dein Busen da rausspringt. Ich habe meinen ganz verdeckt. Oder? Der ist jetzt auch schon unten. Ist das so? Wollen wir uns das mal angucken, wie ich Spagat mache und wie Hamburg Spagat macht vor allen Dingen. So, Kinders, und ob das hier irgendeiner in Hamburg noch kann, so ein Spagat wie die Frau Koller, macht ja sowieso keiner mal was umsonst. Habe ich 50 Orken dabei, wir gucken mal, ob es klappt. 50 Euro werden wir einen Spagat macht. Kann denn einer von euch einen Spagat? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Geld stinkt nicht. So, landen. So, und? Euro, wenn man einen ordentlichen Spagat hinlegt, sodass die Klöten auf dem Boden hängen. Hey, Bianca, komm mal her! Bianca, mach einen Spagat! Die heutige Jugend ist extrem geil, finde ich. Ja! Ja, die neue Dagmar Koller! Bitte schön! Bitte schön! Schon wieder 50 Euro weg. Nee, die Klöten müssen auf dem Boden hängen. Sonst geht das nicht. Sonst gilt das nicht. Weißt du, ich stelle mir vor, so klassisch Spagat, dass das so am Schluss so und dann sitzt man so, Tere! Ich komm nie wieder hoch! Mama! Oh, warte! So! Inscha! Ah! Oh, kann man gelten lassen? Ja! Oh, das ist deins! Das ist deins! So, Frau Koller, und jetzt kommen Sie, ohne Wodka! Bierdeckel.
Zettelchen für Dagmar Koller schreiben. Ich hole die gleich ab. Weil vorher, ich muss noch ganz kurz was sagen. Weißt du, was meine absolute Lieblingsgeschichte in deiner Biografie ist? Ja? Die Geschichte mit Zara Leander, die auf der Bühne stand und zu einer Zeit, als in Österreich, glaube ich, Alkohol im Theater verboten war, auf der Bühne stand und aus dem Stand umgekippt ist und scheintot wirkte. Ja, das und war dann auch so, ja. Bist du los in die Kantine und hast gebettelt, ich brauche ein Wasserglas voll mit Wodka. Und die wollten dir das erst nicht geben, dann haben sie es dir gegeben. Und der Ehemann von Zara Leander hat das komplette Wasserglas voll mit Wodka in diese scheintote Frau reingekippt. In dem Moment steht Frau Leander wieder auf und macht das Programm weiter. Weil Diagnose, Kreislaufzusammenbruch wegen Alkoholentzug. So war das. Aber ich muss sagen, warum das passiert ist. Die kleine Dagmar Koller durfte also die Garderobe neben der großen Zara Leander haben, die immer übrigens nackt drin gesessen hat beim Schminken. Und immer nackt. Ganz ich habe das nie in meinem Leben nachher erlebt. Ich finde das, find das eine schöne Tradition. Ich habe das nie mehr nachher erlebt, dass eine Frau so breite Schultern hatte und die war damals immerhin 74, 75 und ganz toll kaum einen Busen. Da waren so zwei braune Dinger da, das waren glaube ich die Brustwarzen und das war so eine tolle Frau und so sah sie dort. Und ich habe daneben die Garderobe gehabt und habe immer, weil ich eine sehr schwere Rolle hatte, ich war und da habe ich eine Rolle gehabt mit dieser Stimme. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ihr eine Freude, wenn ich singe, Zara, Zara, Zara. Und da hat sie geschrien, du kleine Koller, komm rüber. Und dann bin ich rübergegangen, wieder, ich habe mich immer geschämt hinzuschauen. Ich habe mir gedacht, wenn sie, muss ja bescheiden sein und lieb sein. Und da hat sie gesagt, komm, jetzt trinkst du mit mir Wodka. Und von da an haben wir immer Wodka getrunken. Und dann habe ich jeden Abend mit beide mir nackt vor der Vorstellung... Nein, nein, ich hatte ja nichts zu bieten. Und da habe ich immer mit ihr diesen Wodka vor der Vorstellung gesungen. Und dann waren wir natürlich auf der Bühne extrem lustig. Und das Publikum liebte uns. Hattest du keine Textsänger? Ja. Ich kann ja nie, bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich in meinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich so Angst habe, Kontrolle zu verlieren oder Texte zu vergessen. Nein, wenn man so ein Leben lang als Sängerin diszipliniert gelebt hat und nichts geraucht, nichts getrunken, keine Männer, nichts. Ja. Und plötzlich kommt eine und die sagt, hau dir einen Wodka rein. Und das geht auf einmal alles von selbst. So ja, so war das alles. Auch die Liebe hat mir dann mehr Spaß gemacht. Frau Müller, kann ich noch einen Wodka haben? Frau Müller, noch einen Wodka! Frau Müller, her mit der Flasche! Okay, und jetzt singen wir. Und ich würde gerne Natascha reinbitten. Natascha ist eine ganz tolle Akkordeonspielerin. Hey. Meine absolute Lieblings-Hamburger Akkordeonspielerin. Schaffen wir drei das? Da, 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 von hier da, 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 rüber. Wer soll wohin? Das müssen Sie spielen. Da, 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 da. Wir machen jetzt alle mal einen Spagat. Du kannst doch nicht glauben. Ja. Und grüne Strümpfe. Ja, Spagat. Ja, komm. Komm, bin ich jetzt so klein? Weil du hier rauf musst. Kann nicht einer wie weit kannst du rüber? Ich kann rüber. Peter! Komm, Peter! Dabei habe ich aber es gibt Peter. Ja, ihr trinkt jetzt noch mal eben. Ja. Und ich möchte was sagen. Ich möchte auch einen Wodka. Möchtest du auch einen Wodka? Das Schöne ist, Natascha kommt übrigens direkt aus Russland und die weiß, wie man wirklich Wodka trinkt, ne? Was sagt ihr dazu, Mann? Zdravie. Nein, man sagt Tvoje Zdarovje erstmal. Was? Tvoje Zdarovje. Das heißt, auf dein Wohl. So, und man trinkt nie mit kleinen Schlucken. Also, man trinkt alles gleich weg. Ach, alles Ihrer, Frau Koller. Den habe ich schon weggeklaut. Bei so großen Einladungen gibt es immer schöne Blumentöpfe bei dir. Frau Müller, ein Wodka noch. Frau Müller? Müllerchen, komm, ein Wodka noch. Einmal Russisch. Also. Nee, bist du irre? Einmal. Ja, einmal Russisch. Nein. Einmal Russisch. Das kenne ich aus Russland. Ich war sehr oft, ich habe einen Monat lang in Russland. Du reißt dich das volle Glas unter den Nagel. Ja, weil da Wasser drin ist. Hast du nicht gescheckt, ne? Nee. Komm weg damit. Hast du noch Wasser? Nee. Moment.
Schuhe wegschmeißen, so. Komm hier, Wasser auch weg damit. Oh, Frau Müller, ich mache alles wieder sauber. Frau Müller, ich glaube, wir hätten ihm klein, wir hätten ihm wirklich keinen Wodka geben dürfen. Dem müssen Sie alles verzeihen, der ist noch so jung. Ja, mit meinem Wasser weg. Frau Müller, ich mache das alles selber wieder sauber. Geben Sie mir einen Buch. Der ist auch ganz nett. Das war auch lustig. Für die Kamera war das gerade super. Echt? Für Frau Müller war es doof, aber das kriegen wir alles wieder hin. Frau Müller, ich verspreche, ich mache alles wieder sauber. Was schmeißen wir jetzt weg? Wir schmeißen jetzt nichts weg, wir singen jetzt was. Das ist dein. Wir gehen die Haare mal, so aus, so das wo? Sieht das hier auf den Knie? Lauter blonde Haare hat. Achso, meine vielleicht. Oh, wollte ich mal sehen, was ich für schöne Strümpfe anhabe? Sind die neu? Guck mal, da habe ich überall. Aber, ich gehe eine Runde um den Block, wenn ihr über Schuhe quatscht. Strümpfe. Aber solange wir nur über die Schuhe quatschen, hast du nur Glück gehabt. Wir wollen singen. Wenn ich über Männer quatsche, gehe ich auch um den Block. Jungs, okay. Hör zu. Ganz kurz Konzentration. Es gibt ein Lieblingslied in meinem Leben, das verfolgt mich, seitdem ich 2½ bin. Das heißt Lippen schweigen. Das ist schön. Und das würde ich gerne von Natascha am Akkordeon gespielt hören. Und du und ich, wir singen den Danilo. Wir singen quasi die untere Stimme. Sehr gern. Und Dagmar, du singst die hohe Stimme, die Frau. Ja, genau. Na, so ungefähr. Willst du mal anfangen? Wir summen am Anfang nur mal mit, dann summen wir uns ein. Lippen schweigen. Schon klingt dumme da. Wir singen Lippen schweigen. Da, 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 da. Oh Gott, ist das eine schöne Melodie. Kein Lloyd Webber hat das je geschrieben. Oh Gott, das ist Musik. Momente fand ich auch da war. Fand zwischen dir und Frau Koller. Und dann. Was hast du gesagt, du kleine Sau? Ich bin ein, das war das erste Kompliment des heutigen Abends. Ich danke dir. Du kleine Sau. Mit dem Wienerisch ist es sehr. Du kleine Sau. Ja, das ist was ganz Süßes. Du kleine Sau. Das ist was Süßes. Ich weiß. Ich eine Sau ist intelligent. Absolut. Ein Kleine überhaupt was ganz Niedliches. Ganz absolut. Ja, bitte. Du bist wieder raus. Ich darf ganz kurz. Ja, ich bin wieder raus. Nein, überhaupt nicht. Aber nur für einen Moment. Nur du kleine weil, Sau. Weißt du, warum ich so lachen musste? Ich musste lachen. Kennst du auch den berühmtesten Wiener? Kennst du den anständig. Ich wurde von Mutter gefällt. Sie ist die Moderatorin. Das ist aber lustig. Mutter Kaffee, Mutter. Lass sie endlich mal. Da geh heim, da geh heim. Heute Goschen. Kann
ich die Bierdeckel haben? Hast du hast lauter feste Leute. Guck mal da, oh, toll, toll, toll. Ich sag, man muss auch. Ich muss das auch antworten. Jetzt wollen wir, ja. Und du darfst gerne, wenn nee, ich beantworte die Fragen nicht. Du sag mal, ich habe mir heute die Haare frisch gewaschen, die werden auch immer weniger. Aber das sitzt total gut, dein Haar, ganz toll. Ich müsste eigentlich da schauen. Kleine Sau, du. Müsst du dich einmal kurz... Er ist ganz happy. Ein ausgeschwappter Donaufetzen. Weißt du, was ist? Süß. Du bist konnte man. Ja, ihr seid beide so süß, ich will gar nicht aufhören. Jetzt. Ich auch. Aber ich guck mal, aber ich brauche jetzt mal irgendein. Kann ich ein alkoholfreies Bier haben? Nein, jetzt mal doch. Ich musste mich hier betrinken an deinem Abend hier. Jetzt machst du mit. Wir fragen jetzt einfach mal. Und zwar, konnte man früher ungehemmter rummachen, weil es da noch keine Paparazzi und sowas gab? Keine. Es war alles viel einfacher. Es war erstens mal romantischer. Man ist beim Piotr da hinten gesessen. Nicht so weit weg, glaube ich, hier und musste nicht Angst haben, wenn dann wirklich einer dich mitgenommen hat, weil es gab kein AIDS. Nein, aber vor allen Dingen, aber jetzt mal. Und kein HIV. Ja. Und es gab nur eigentlich die Zärtlichkeit, die Liebe. Aber jetzt sind die so arm, die jungen Leute. Ja, die müssen nachdenken, was sie sich da draufstecken und dann und dann und dann. Es geht aber, Frau Koller, es geht. Ich wüsste nicht, wie man es macht. Sie wüssten nicht, wie man es macht? Ich zeig's Ihnen nicht, das sage ich Ihnen. Oh, ich habe ja eine Rolle mit dem Hans Clarin gespielt. Der hat sich was draufgestellt? Ja, mit Hans Clarin. Warte, wie war das, diese Puffrolle, die ich da. Du kleine Sau, du. Ja, ja. Das tut mir leid, aber das ich bin so kurz davor aufzugeben. Ah ja, so hieß der Film. Der Alkohol. Ach ja. Ich hatte immer Studien gemacht. Als ich ihr Maladus gespielt habe, bin ich in die Rue Saint-Denis nach Paris gefahren, um zu sehen, wie die Damen am Strich stehen und so. Und wie ich dann Hochwürden erbt das Paradies, die Puffmutter gespielt habe, bin ich in einen Puff in Wien gegangen. Und da haben die mir gezeigt, wie die das Kondom drauf machen. Oh, das ist mein großes Geheimnis. Ich sag's nicht hier. Aber es war toll. Wie es geht, das wissen schon doch, beim Nein, aber die haben ja einen Trick, die Damen. Das ist sensationell. Ich glaube, das Geheimnis ist beim Abrollen aber immer in die Augen gucken. Um noch mal kurz zu antworten. Ist es so? Das gilt aber auch für danach. Also du, was heißt das? So, ich bin weg, das ist mir zu viel hier. Nein. Das heißt abrollen. Ja, was ich einen abrollen. Ärger, was ich einen Ärger kriege. Mit wem? Du meinst Liebe machen? Abrollen? Nein. Richtig, Liebe ja. machen. Doch, abrollen heißt jetzt Liebe machen. Und leider, heißt noch Liebe? Leider heißt Twix und abrollen heißt Liebe machen. Also in Wien... Du kleine Sau, du kleine Sau. Du bist ja keine Sau. Nein. Ja, also bei uns ist das nicht romantik. Ich bin raus. So, das war Inas. So, nein, ich kann ihn nicht. Wir sagen jetzt nichts mehr. Frau Koller sagt jetzt nichts. Okay, waren Sie Ihrem Mann immer treu? Immer. Ach. Ja. Ich bin ja erst so kurz verheiratet. Seit ich habe vorher mich ausgelebt, dann habe ich gewusst, das ist der Mann des Lebens. Aber seit 30 Jahren. Ach so, ist das schon so lang? Ich glaube, ja. Das ist aber ein Zeichen, dass eine gute Ehe ist, weil es hat mich nie, nein, ist mir nicht mehr gekommen, so der Gedanke. Ui, das war wieder ungeschickt. Dein Mann hat ja ganz öffentlich, glaube ich, damals mit großer Aufregung in Österreich gesagt, wir haben keinen Sex mehr, weil wir zu alt sind. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern ich habe das leider gesagt. Ach so. Ich wurde von der Bild-Zeitung in Hamburg gefragt, wie sieht denn Frau Koller jetzt ihr Sexleben aus, nachdem man viele Schicksalsschläge über uns waren. Und ich hatte gerade, ich bin in Pension, nennt man das, in die Rente gegangen und war vom Theater weg und habe dann so ganz frech gesagt, Mensch, ich bin so froh, dass ich Ruhe habe, eine Ruhe, nicht Ruhe, nicht krank im Bauch. Klar, ja. Auch da war ich im Tropeninstitut, die haben mich gerettet, aber eine Ruhe. Und da haben die am nächsten Tag geschrieben, die hat keinen Sex mehr. Und das haben sie sich gedacht. So. Und das hat mich so tief gekränkt, weil ich habe so eine Zärtlichkeit wie nie zuvor. Und ich kann euch nur sagen, älter werden ist absolut spitze, weil man dann einen anderen Sex
macht. Nein, Ina, indem man mit mir vorher... Ja. Ja. Danke! Und dein Porsche und deine alten Katze. Das herrlich. Ist wirklich wahr. So man hat, sein. Meine Herren, habe ich recht, die Zärtlichkeit ist so viel. Kinders, und weil wir hier so beschäftigt waren, haben wir gar nicht gemerkt, dass ein riesen Umbau stattgefunden hat. Wenn ihr mal guckt, das ist das Glas-Blas-Sing-Quintett. Ganz tolle Jungs aus Berlin hier heute Abend bei uns. Und wir hören jetzt, schon alles aufgebaut. Und ich habe gedacht, auch vor allen Dingen passend zum Abend, als ich deine Biografie mit dem ganzen Wodka und so gelesen habe und als ich wusste, du trinkst nur grünen Tee und hast aber einen Porsche, richtig. Da habe ich mir gedacht, das Einzige, was heute passen kann, ist Liedgut auf Leergut. Oh. Das Glas-Blas-Sing-Quintett. Sharona, oh, you make my motor run, gone and coming off the line. Sharona, never gonna stop, give it up, such a dirty man, always get it up, for the chop shop, a young kind, my, yeah, yeah, woo! My, Sharona, my, Sharona, come a little closer, room. I will you, close enough to look in my eyes, Sharona, keep it to mystery, and next to me, round in the legs of my child. Sharona, never gonna stop, give it up, such a dirty man, always get it up, for the charge of a young kind, my, Jungs, das ist aber toll. Sag mal, ist einer in eurer Truppe eigentlich Anti-Alkoholiker? Nee. Und sag mal, Getränke Hoffmann ist dann bei euch irgendwie eher in so einem Instrumentenladen? Ja, das ist unser Instrumentenladen unseres Vertrauens und da kaufen wir unsere Lieblingsinstrumente ein. Wir brauchen jetzt Platz zum Tanzen. Die Kamerajungs ein bisschen mal den dicken Bierbauch einziehen, damit die Jungs und die Mädels hier tanzen können. Weil wir würden gerne die Schlussnummer jetzt machen. Du musst deine Wette einlösen, Ralf. Wette? Ich helfe dir mal runter. Nein, du kannst so zahlen. Dann komm, Nein, dann brauche ich einen Mann. Doch, hier ist er. Ich bin da. Hier ist er. Frau Koller. Hier. Du! Doch, guck mal. Oh. Oh, toll. Ich gehe schon mal nach oben hoch. Das war meine Ehre. Ihr kommt mit hoch jetzt einfach, genau. Hinten rum oder hier? Was kommt jetzt? Jetzt tanzt ihr gleich. Jetzt tanzt der Bär. Ja.